Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil meines Mikrocontroller-Kurses. Hier geht es jetzt um den Start der Entwicklungsumgebung MicroVision 4. Nach der Installation solltet ihr auf eurem Desktop so ein Icon finden, KAL MicroVision 4. Und nach dem Doppelklick auf dieses Icon öffnet sich letztendlich die Entwicklungsumgebung, die wir installiert haben, sofort mit einem kleinen Programm. Das Programm heißt hello.c und ist so das Startprogramm für Leute, die mit der C-Programmierung beginnen. Gucken uns mal das Abstract an. Das Programm ist ein relativ einfaches Programm, schreibt Hello World auf diese serielle Schnittstelle und daran kann man im Prinzip erkennen, ob das Programm ordnungsgemäß installiert worden ist und entsprechend auch funktioniert. Gucken wir uns das Programm mal an. Hier auf hello.c können wir uns die Quelldatei mal anschauen. Also was für dieses Programm programmiert worden ist, wie das Programm genau funktioniert, beziehungsweise was die einzelnen Befehle hier bedeuten, das werden wir uns in späteren Videos mal anschauen. Hier soll es nur mal darum gehen, was dieses Programm eigentlich macht. Es wird das Hauptprogramm, das Main-Programm gestartet, das wichtigste Programm in einem C-Programm überhaupt. Der Controller springt letztendlich nach der Initialisierung genau zu diesem Programm und ruft dieses Programm Main auf und arbeitet letztendlich die einzelnen Schritte ab. Gut, was passiert hier? Die serielle Schnittstelle wird entsprechend initialisiert. Das heißt, dem Mikrocontroller wird gesagt, wie er letztendlich seine Daten auf die serielle Schnittstelle schreiben soll. Und anschließend wird eine Endlosschleife gestartet. Und diese Endlosschleife oder innerhalb dieser Endlosschleife passiert Folgendes. Der Port 1 wird letztendlich beschrieben, genau genommen toggelt das letzte Bit vom Port 1, also wechselt immer von 1 nach 0. Das werden wir uns gleich angucken, wenn wir das Programm gleich mal starten. Und außerdem wird mit der Routine printf ein Hello World auf die serielle Schnittstelle gegeben und das werden wir uns gleich auch mal angucken. Bevor wir dieses Programm starten können, müssen wir diese Quelldatei übersetzen. Das geht hier über diese Punkte, Rebuild bzw. Build. Wir können zum Beispiel auf Rebuild drücken und dann wird letztendlich das Programm übersetzt. Wir bekommen hier unten entsprechend diese Meldung. Zunächst einmal startet der Compiler. Der Compiler übersetzt das Programm hello.c und anschließend startet der Linker und nimmt die Objektdateien von hello.c und die Objektdateien, die wir hier oben eingebunden haben und bildet daraus entsprechend das Programm, was wir anschließend auf dem Mikrocontroller laden können. Keine Fehler, keine Warnings, das ist schon mal ein gutes Zeichen, dass das Programm übersetzt werden konnte. Was das alles im Einzelnen bedeutet, was ein Compiler ist, was ein Linker ist, was überhaupt bei dieser Prozedur passiert, das schauen wir uns in einem der nächsten Videos mal an. Wir können jetzt erstmal hingehen und können dieses Programm, was wir übersetzt haben, also unser Hello-Programm, auf den Simulator laden und dann einmal ausführen lassen. Wir starten den Simulator hier oben mit diesem Punkt D, Start Stop Debug Session. Ich drücke hier mal drauf. Dann bekommen wir eine Meldung, dass wir die Software im Evaluationsmodus betreiben. Also wir haben hier über diese freie Software ein Limit gesetzt. Unser Code-Limit ist bei 2K, 2 Kilobyte. Das heißt, unser Programm darf nicht größer als 2 Kilobyte sein. Das reicht für uns, für unsere Zwecke, für unsere einfachen Programme, reicht diese Begrenzung 2K. Wir schreiben keine größeren Programme. Wenn man später mal professionelle Programme schreiben will, dann muss man, wenn man bei der KAL Software bleiben möchte, das professionelle Programm kaufen. Aber für uns reicht im Prinzip diese freie Version. Ich drücke mal auf OK. Und jetzt wird das Programm, was wir eben übersetzt haben, auf den Simulator geladen. Ich mache das mal zu. Wie wir eben gesehen haben, werden unsere Daten auf die serielle Schnittstelle geschrieben.
Das heißt, ich gucke mir mal das Ergebnis auf der seriellen Schnittstelle an. Und zwar Watch Window. Nein, da ist Serial Window. Die UART1, das ist die serielle Schnittstelle Nummer 1. Die gucken wir uns mal an. Die lassen wir uns da vorne anzeigen. Und was das Programm auch noch macht, das Programm schreibt in den Port. Das heißt, wir gucken uns das auch nochmal an. Peripherals, I.O. Port, das war der Port 1. Den gucken wir uns mal an, den legen wir mal hier daneben. Und wir sehen, am Anfang sind erstmal die ganzen Bits gesetzt. Die auf der UART, auf der seriellen Schnittstelle wird erstmal nichts ausgegeben. Aber wenn wir das Programm starten, das machen wir hier über diesen Punkt, dann sehen wir, okay, es wird laufend Hello World ausgegeben und man sieht dieses letzte Bit, das toggelt die ganze Zeit. Gut, das war das Programm. Die Installation scheint also funktioniert zu haben und das Beste ist also, wenn ihr jetzt nach der Installation euer Programm auch mal startet und versucht im Prinzip dieses Programm hello.c zu übersetzen und entsprechend zu starten. Und dann guckt euch mal die serielle Schnittstelle an und den Port an. Und das müsste dann entsprechend genauso aussehen wie hier.